So, mein Name ist Robert Franz und das Wort zum Sonntag, weil wir sind alle gewöhnt, zum Sonntag muss einer was sprechen, kommt von Kevelaar, da wo ich jetzt wohne, nicht von katholischen Priester oder von evangelischen Pastor oder von einem Pfarrer, sondern von einem Automechaniker. Mein Thema ist heute das berüchtigt gefährlichste Coronavirus. Wow, gestern waren 26, heute sind schon 49 Chinesen tot. Alle Regierungen sind in Alarm, Deutschland, Österreich, Schweiz, jeder hat die Hosen voll. Und ich sage, man sieht aber viele Sendungen, das Einzige, was diesen Virus stoppen kann, ist mein eigenes Immunsystem. Das eigene Immunsystem der Menschen. Haben die Menschen ein starkes Immunsystem, sind nicht betroffen. Haben sie aber kein Immunsystem, haben sie so richtig die Arschkarte gezogen. Und was ich sagen will, wir machen uns Sorgen um das berüchtigte Coronavirus, wo 49 Menschen gestorben sind, aber wir in Deutschland sind noch besser bestückt. Wir haben den Pharmavirus. Jährlich sterben, ihr könnt bei Google schauen, 58.000 Menschen an Medikamenten, an falsch dosierten Medikamenten und an Nebenwirkungen. Bedeutet 58.000 geteilt durch 365 ist gleich 158 Deutsche sterben jeden Tag in Deutschland. Aber da macht sich keine Sorgen. Aber wir machen Sorgen für 49 Chinesen. Was kann auf uns zukommen? Ja, wir haben ja den Tod vor der Haustür da. 158 Menschen. Innerhalb von 8 Tagen ist ein kleines Dorf tot. Und? Haben die Leute in Deutschland ein Immunsystem? Nein, gar keins. Wir haben tolle Autos, tolle Häuser. Zu essen, wir verhungern nicht, aber Immunsystem hockt an letzter Stelle. Für mich ist mein Immunsystem an vorderster Stelle. Mein Immunsystem reguliert meinen Zusammenhang mit der Natur. Und um diesen Menschen vielleicht eine Hilfe zu geben, habe ich gesagt, schaue ich mal, was die Tiere machen. Weil heutzutage kann der Mensch von Mensch nicht lernen, weil die ganzen Wissenschaftler, ich weiß, sind vielleicht Doktor in Atomphysik oder was auch immer, aber in Sachen Gesundheit sind sie am Boden. Und darum habe ich gesagt, was machen die Tiere? Zum Beispiel Pinguine. Die Pinguine leben wo? Hoch am Südpol. Pinguine. Und was machen die? Die sind ständig in Kälte, kühles Wasser, schlechte Witterung, schlechtes Wetter. Die Pinguine produzieren selber Vitamin C. Pinguine nehmen, da steht, verbesserte Immunabwehr und Kollagenbildung bei Pinguinen. Pinguine können uns vormachen, was sie eigentlich machen. Wir als Menschen können dieses Vitamin C nicht produzieren. Wir müssen es über die Nahrung assimilieren. Unsere Nahrung ist nämlich sehr Vitamin C reich, dass ich nicht lache. Was machen die Tiere noch? Da, Maulwürfe. Sie leben unter dem Boden. Da ist voll mit Keime, Bakterien, Viren. Krabbeln sie wie ein Apfel, vergraben sie nach einem Monat weg. Was machen Maulwürfe? Maulwürfe nehmen Zink. Zink hilft ja bei Maulwürfen für Immunsystem, Sehkraft, Fruchtbarkeit. Ja eben, sie haben ein starkes Immunsystem, dadurch sterben sie nicht aus und vermehren sich. Nach Maulwürfen kommt was? Kommen die Erdmännchen. Da ist ein Traubenkernextrakt für Erdmännchen. Und was machen die Erdmännchen? Die leben auch in der Sahara, auch Wetter, müssen ständig unter der Höhle. Der Adel ist die größte Gefahr. Um ihr Immunsystem zu stärken, nehmen sie Traubenkernextrakt. Ich kann auch bei Google reinschauen. Ich glaube, es steht auch über Traubenkernextrakt etwas auch über Menschen. Aber ich habe gesagt, ich kümmere mich um Tiere, weil Tiere besser verstehen als Menschen. So, als nächstes Vitamin E. Vitamin E stärkt auch das Immunsystem, aber leider für kleine Schneeleoparden. Schneeleoparden, Vitamin E, schützt die Zellen, für Angriffe gegen Viren und allerlei für Bakterien. Und diese kleinen Schneeleoparden, die leben auch ganz hoch in Pakistan, da oben in den Bergen. Die sind ständig durch Wetter, Wind und alles voller Strapazen ausgesetzt, sind aber gesund, die haben ein Immunsystem. Gehen wir weiter. Was machen die Gürteltiere in Südamerika? Die Hitze, was da ist, unter dem Panzer und die ständige Zusammenrollen und alles, das macht ja direkt, ich weiß, erstmal schwächt das Immunsystem, aber diese tanken Sonne, Vitamin D3. Vitamin D3 ist eigentlich für Gürteltiere. Vitamin D3, könnt ihr mal schauen, stärkt das Immunsystem nicht nur bei Gürteltieren, sondern auch bei, guckt mal nach. So, nächstes, Carnitin. Kennt jemand diesen Stoff Carnitin? Habt ihr über Carnitin schon was gehört? Nein. Hat euer Arzt euch erwähnt? Hat euch der Arzt überhaupt die Stoffe, was Tiere nehmen, vorgeschlagen? Nein, er wird das nicht tun. Eure Hilfe ist, wenn ihr krank seid, dieser Spruch, da könnt ihr lesen, keep calm and call the doctor. Wow, richtig geil. Mit jedem Besuch kriegt ihr eine Tablette mehr. Da ist das Handschuhfach beim dicken, fetten Daimler voll mit Medikamente, 15, 16 Stück. Gute Fahrt, wahrscheinlich ins Nirvana. Carnitinstoff, wer das Immunsystem stärkt, aber nicht bei Menschen, bei Osterhasen. Da steht, steigert Kraft und Immunsystem für Osterhasen. Wisst ihr, was Osterhasen Strapazen ausgesetzt sind?
Die gehen mit ihrem Korb, mit Eier, müssen durch Wind und Wetter überhaupt im Monat April, meist von Ostern in April, das Wetter mal Sonne, mal Regen, mal Frost. April macht, was er will, aber Osterhasen sind gewidmet. Die nehmen Carnitin, dadurch ist ihr Immunsystem gesteigert, haben überhaupt keine Probleme. Gehen wir weiter, was haben wir da noch? Wow, Selen, Eisbären. Die Polarkappe schmilzt, die Eisbären haben kein Eis mehr unter den Füßen, dadurch sind auch keine Robben mehr da. Sie müssen lange Strecken durch kaltes Wasser. Was machen Eisbären? Eisbären nehmen Selen. Was steht da? Selen für Eisbären, für Immunabwehr, Schilddrüse und sogar Fruchtbarkeit, genau wie die Maulwürfe. Und meist die zwei Kombinationen, Maulwürfe und Eisbär zusammen. Eine tolle Kombination für Erde und auf Eis geben. Aber ihr seht, man kann von Tieren was lernen, aber wir verlassen uns auf den Arzt. Und dadurch sterben jeden Tag durch Nebenwirkungen von Medikamenten 158 Menschen. Nicht 10, 20, 30, sondern 158. Jetzt gehen wir weiter. Was machen Füchse, wenn die kleinen Füchse im Bau sind? Und das sind die kleinen Füchse, die können ja keinen, ich weiß, sie nicht der Sonne aussetzen. Die müssen drin in dem feuchten Bau stehen. Die Füchse sind schlau. Da steht drin, Vitamine für kleine Schlaufüchse. Seht ihr die Natur? Da gibt die Fuchsmutter den kleinen jungen Schlaufüchsen so eine kleine Kapsel und dadurch sind sie mit allen diesen Stoffen gewappnet. Wow, richtig geil, was sonst hier. Und was ich machen würde, Robert Franz, wenn ihr mich fragt, weil ich kenne alles, Tiere, Natur, Menschen, ein Mittel von der Natur, was mich begeistert, ist das Olivenblattextrakt. Olivenblattextrakt, antiviral, antibakteriell, aber nicht für Menschen, für Tüpfelhyänen. Wisst ihr, was so Hyäne macht? Die frisst jeden Aas zusammen. Das sind Bakterien, verrottetes, vergammeltes, eitriges Fleisch. Die Hyäne frisst es und siehe da, sie hat keine bakterielle Infektion, kriegt keine Viren, die durch die Fliegen da getragen werden. So was meine Lösung wäre, ich habe sowieso ein starkes Immunsystem, aber was ich nehmen würde, gegen diesen Coronavirus, wie auch immer heißt, Kronenvirus, würde ich Olivenblattextrakt nehmen für Tüpfelhyänen. Warum? Weil ihr könnt mal googeln, was Olivenblattextrakt alles schafft. Wie viele Viren und Keime Olivenblattextrakt im Labor schon getötet hat. Aber die Information wird nicht wieder kommen vom Doktor oder vom Gesundheitsminister oder Ministerin oder von den Apotheken. Ihr werdet weiter auf die Pille warten und ich sage euch, die Lösung seid ihr nämlich und euer starkes Immunsystem. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gesagt habe.